Die Serie Kleine Bühne, großes Herz ist ja wirklich ein voller Erfolg hier in der Kleinkunstbühne Grum. Wer ist heute dran? Über wen und mit wem können wir heute lachen? Wir haben wieder eine Kollegin zu Gast, und zwar die Isabel Panagel. Sie hat in letzter Zeit vielleicht den einen oder anderen bekannt, Kapuzzi Kapuzzi, diese Geschichte, also da hat sie jetzt in Helme gespielt und so weiter. Sie hat ein tolles Soloprogramm auch und da sehen wir heute Ausschnitte. Also wer sich noch an den Helme erinnern kann, heute ist er richtig. Ja, wunderschönen guten Abend, beziehungsweise ich weiß ja nicht, wann Sie sich das genau anschauen, vielleicht schauen Sie es gerade in der Früh bei der ersten Melange an. Auf jeden Fall freue ich mich sehr, dass Sie jetzt aufgedreht haben, beim Batschenkino quasi, also lassen Sie die Batschenrig an, weil leider momentan, ich sehe ja mein Publikum nicht. Ich möchte mich vielleicht am Anfang noch ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Isabel Panagel, ich bin Jahre alt. Ich bin aus Berchtoldsdorf, das ist ein wunderschöner, aber relativ normaler Weinort in Niederösterreich an der Grenze von Wien. Wie gesagt, das ist eigentlich ein ganz normaler Ort. Wir haben einen Pfarrer, wir haben einen Bürgermeister, wir haben 43 Heurigen. Falls Sie sich jetzt fragen, bitte, wie können 43 Heurigen in so einem kleinen Ort überleben? Machen Sie sich keine Sorgen. In Berchtoldsdorf dann einfach alle gern. Wurscht, ob Frau, ob Mann, wir saufen alle gern. Ich bin übrigens auch leidenschaftliche Skifahrerin. Ja, ich weiß, das sieht man im ersten Moment vielleicht nicht. Ich bin leidenschaftliche Köchin. Ich glaube, das sieht man schon im ersten Moment. Und ich bin Einzelkind, bevorzuge aber den Titel Alleinerbin. Danke, Papa. Und natürlich zu diesen Corona-Zeiten, ich bin zu Hause, ich habe sehr viel Zeit zum Nachdenken. Ich denke wirklich viel. Ich denke so viel nach. Ich bin den ganzen Tag nur zu Hause und denke nach. Und dann denke ich mir, warum denke ich eigentlich so viel? Da denke ich über Dinge nach, über die habe ich gar nicht gewusst, dass es wert ist, darüber nachzudenken. Und ich denke so viel, dass ich das immer durchbreche mit Essen. Na sicher, dann esse ich wieder. Denke ich mir, ja gut, dann isst, wenn ich nicht denke, dann esse ich. Und natürlich gehe ich auch klatschen. Na ja, sicher war ich klatschen. 18 Uhr habe ich gewusst, raus, klatschen. Bin ich gewesen, dreimal. Na, dann habe ich es nicht mehr bockt. Ich bin immer raus auf meinem Balkon und irgendwie hat mein Nachbar, der hat so den Balkon, genauso wie nur so eine Wand zwischen uns, gemahnt, mich interessiert sein Leben. Ich möchte Ihnen vielleicht kurz meinen Nachbarn vorstellen, mein Nachbar bzw. beschreiben. Mein Nachbar, der ist so, ich würde sagen so um die 40. Sein favorisiertes Getränk ist Bier, wurscht zu welcher Uhrzeit. Wurscht welches, Hauptsache das, was gerade beim Benne im Angebot ist. Optisch ist er jetzt auch nicht so der Leckerbissen. Er hat meistens so Feinripp-Unterleibeln an, so Muskelshirts, nur ohne Muskeln bei ihm. Ich habe so das Gefühl, sein optisches Vorbild ist ein bisschen der HC Strache im Ibiza-Video. Können Sie sich sicher alle noch erinnern, wo das Wamperl auch schön rauskommt. Und dann sitzt er immer da und glaubt, mich interessiert sein Leben. Ich bin natürlich wieder raus am Balkon, das war beim dritten Mal, wollte beginnen, hat er gesagt, na servus Puppe, bist da wieder so? Na das Klatschen, was klatschen du so deppert, ha? Na bitte, das bringt doch überhaupt nichts mit dem Klatschen, davon können sich die Leute ja auch nichts kaufen, oder? Magst du ein Bier? Na, danke. Magst du ein Chick? Na, ich rauch nicht. Deppert. Du, ich sag dir was. Erst mal, Alter, die geht mir sowas von am Arsch, geht mir die. Ich kann dir das gar nicht sagen, wie mir die am Arsch geht. Jetzt huckt die da den ganzen Tag zu Hause, weil sie nicht hackeln gehen darf. Weißt, ich bin ja auch zu Hause, ich bin ja Hockenstaat, ja. Aber das ist ja leibend. Ich sag dir, das ist richtig leibend. Weil seitdem ich zu Hause bin und dieses Corona ist da, geht mir die geschissene AMS-Dussen nicht mehr am Arsch, dass ich irgendeine Bewerbung schreiben soll. Ja, jetzt kriege ich meine Kohle, muss nichts dafür tun, weißt wie leibend das ist? Aber sonst ist geschissen, sage ich da. Na wirklich, meine Alte huckt aus und geht mir nur am Arsch. Wolfi macht das, Wolfi sauf nicht so viel. Ich meine, ich trinke eine Kiste Bier am Tag, das ist ja nicht viel für einen gestandenen Mann, oder?
Ist das viel? Na, ich finde nicht, dass das viel ist. Ja? Und was macht sie? Sie so den ganzen Tag, wird es nur deppert mit ihren Freundinnen telefonieren. Hertha, das ist so schlimm, ja? Bitte musst du dir vorstellen, ich habe nicht mehr Ruhe, ich will doch einfach nur chillen. Ich kann mir nicht einmal in Ruhe am Porno anschauen. Nein, weißt du, da ist mein Alter. Bitte musst du dir vorstellen, letztens ist einkaufen gegangen, habe ich mir gedacht, super, passt. Ja? Ich nehme meinen Lieblingsporno, ja, bin gerade dabei gewesen. Ist die nach 5 Minuten schon wieder da gewesen? Ich war noch nicht da. Die, und weißt du, was mir ja richtig am Arsch geht? Sie hat ein Häuselpapier gekanstert. Musst du dir vorstellen, Isabel, hat sie Häuselpapier gekanstert? Ich meine ganz ehrlich, wofür? Wenn das Häuselpapier ausgeht, nehme ich halt die Kronenzeitung, oder? Ist doch eh genau quasi dasselbe. Und dann, weißt du, vor was ich wirklich Angst habe, Isabel? Ich habe Angst, dass mir mein Bier und meine Chick ausgehen. Davor habe ich Angst. Aber sonst... Was, wenn mir das ausgeht, dann packe ich mein Leben nicht. Ich glaube, da muss ich mich aufhängen. Ja? Aber sonst, du, magst du wirklich kein Bier? Wolfi, du, ich muss jetzt rein, weißt du, meine Kinder. Du hast ja gar keine Kinder. Wurscht, ich muss rein. Und müssen Sie sich vorstellen, seitdem bin ich nie wieder auf meinen Balkon gegangen. So deppert muss da mal sein, also deppert bin nur ich. Wissen Sie, da habe ich einen Balkon und dann gehe ich nicht raus, weil ich Angst habe vor meinen Nachbarn. Jetzt habe ich in meinem Wohnzimmer geklatscht. Bin ich draufgekommen, ist auch deppert. Na wirklich, hört ja niemand. Die einzigen, die mir zuschauen, sind meine zwei Katzen. Und denen ist das ziemlich wurscht, ehrlich gesagt. Deswegen möchte ich Ihnen jetzt sagen, ich danke von Herzen allen, die da wirklich mit Einsatz geschaut haben, dass unser ganzes System weiterrennt. Mein Dankeschön bekommen Sie, wenn ich dann wieder live quasi auf der Bühne stehe und wir uns alle wieder das Handerl geben dürfen, dann werde ich Ihnen allen dafür danken. Und natürlich klatsche ich auch für Sie. Sie dürfen übrigens auch während meines Videos da jetzt klatschen, aber ich sage es Ihnen gleich, es ist total süß, aber ich sehe es nicht. So, jetzt habe ich Ihnen gesagt, jetzt applaudiere ich auch nicht mehr im Wohnzimmer, jetzt esse ich. Ich esse im Wohnzimmer, ich esse in der Küche, es ist mir wurscht. Ich werde so platt sein nach diesem Corona. Aber ganz ehrlich, ist doch egal, oder? Wir machen uns immer so viele Gedanken darüber. Ich habe mir zum Beispiel auch Gedanken gemacht, warum die Leute eigentlich bei mir applaudieren, wenn ich auf der Bühne stehe. Und für mich gibt es 3 Gründe. Erstens, sie applaudieren, weil sie es lustig finden. Zweitens, sie applaudieren, weil sie Mitleid mit mir haben. Oder drittens, sie applaudieren, weil sie sich denken, juhu, endlich mal eine kleine Dicke auf der Bühne. Falls sie sich jetzt denken, ah, jetzt macht es nur Witze über Dünne, weil sie selber dick ist. Ja, natürlich ist das so. Wenn ich Witze über Dicke oder über Ausländer machen würde, wäre es Diskriminierung und so eine bin ich nicht. Wenn Sie sich jetzt von mir bei dünn angesprochen oder diskriminiert fühlen, muss ich sagen, tut mir leid, hätten Sie vorher mehr gefressen. Ich meine, in der Corona-Zeit ist ja genug Zeit dafür da, oder? Und ich muss Ihnen sagen, ganz ehrlich, vor Dünnen traue ich mich auch. Ja, ich traue mich über euch Witze zu machen. Was wollt ihr tun? Wollt ihr euch nachher auf mich werfen? Oder mir mit eurem Weight Watchers Mitgliedsausweis die Halsschlagader durchschneiden? Aber ich weiß, eine schöne Figur ist harte Arbeit. Ein toller Körper ist harte Arbeit. Und ich weiß wirklich, wovon ich rede. Ich habe selbst einmal über 20 Kilo abgenommen. Ja, da brauchen Sie jetzt gar nicht so beeindruckt schauen. Ganz ehrlich, nichts fressen ist keine Leistung. Wenn ich jetzt gesagt hätte, ich habe mich 3 Stunden bei McDonald's angestellt und ich habe 8 Big Mac in 8 Minuten gegessen, das wäre Leistung, oder? Da könnte man quasi applaudieren. Aber ganz ehrlich, fragt euch nicht auch oft, wofür bitte gibt es Schönheitsideale? Wer redet uns ein, was schön ist und was nicht? Warum wird uns dauernd gesagt, wie wir auszuschauen haben, oder? Ich meine zum Beispiel, wenn ich so eine Frauenzeitschrift aufmache, denke ich mir jedes Mal, Scheiße. Bitte, warum schaffe ich es nicht, genauso abgemagert auszuschauen wie diese ganzen Bikini-Models? Bei denen schauen sogar die Rippen raus. Bei mir schauen nicht einmal die Rippen raus, wenn ich den Bauch anziehe. Und wissen Sie, was ich denken muss, wenn ich so ein Rippenmodel sehe? Körperwelten. Nur, dass die halt noch leben. Noch. Aber es ärgert mich. Ich denke mir dann, Isabel, warum bist du so deppert und kaufst dir diese Frauenzeitschrift? Und warum schmierst du dich mit Fett-Weg-Creme um 200 Euro ein, frisst dazu aber eine halbe Sau vom Grill? Es ärgert mich so sehr.
Bitte, letztens habe ich in der Woman einen Bericht über eine Frau gelesen, die 8 Stunden am Tag trainiert. 8 Stunden! Ich meine, ich bin Künstlerin, ich bin nicht einmal 8 Stunden am Tag wach. Wenn Sie sagen, tja, Isabel, dafür hast du halt auch nicht so einen schönen Körper. Stimmt, dafür bin ich aber ausgeschlafen. Und es ist gestanden, was die alles isst, beziehungsweise was sie alles nicht isst. Die isst am Tag nur 500 Kalorien. Das sind übers Jahr gerechnet 182.000 Kalorien. Schaffe ich persönlich zwischen Weihnachten und Silvester. Aber sie läuft auch, hat sie erzählt. Ja, ja. Sie läuft in der Woche 200 Kilometer. 200 Kilometer. Das ist quasi die Strecke Wien-Graz. Kann man dir bitte sagen, dass da ein Bus fährt? Aber sie läuft nicht einfach nur. Sie hängt sich extra so Zusatzgewichte um. Und ich muss Ihnen sagen, wenn ich mal fürs Laufen extra ein Gewicht umhängen muss, kann ich so blöd nicht sein, oder? Aber vielleicht hat sie Angst, dass sie abhebt. Ich weiß es nicht. Ich persönlich, das wird Sie jetzt natürlich sehr überraschen bei meinem Luxuskörper, ich laufe nie. Na, bin ja nicht deppert. Aber es ärgert mich trotzdem, diese Schönheitsideale. Ja, ja, vor allem auch diese ganzen Instagram-Skinny-Bitches, die jetzt überhaupt nichts zu tun haben und dann posten sie dauernd ein Foto von ihrem ausgemergelten Gesicht, während sie gerade in eine Avocado beißen. Und dann schreiben sie immer Hashtag I love my life, Hashtag perfect life, Hashtag. Für alle Pensionisten, die heute zuschauen, Hashtag, da hat man früher Rautle-Taste dazu gesagt, aber das ist wahnsinnig oldschool. Deswegen sagen wir jetzt alle Hashtag. Und dann denke ich mir, wollen uns diese Instagram-Viber weismachen, dass sie gerade ein Hashtag Perfect Life haben, weil sie in eine Avocado beißen? Wirklich? Jeder von uns, der schon mal in eine Avocado bissen hat, was? Das kann nicht stimmen. Die lügen. Ja, ich lasse mir ja einreden, wenn die gerade einen Schweinsbraten und einen halben Knädel von der Oma im Mund hat. Dann sage ich Hashtag Perfect Life. Aber genau solche Instagram-Skinny-Bitches werden uns dann von den Medien als sogenannte Influencer eingeredet. Influencer mit C, nicht mit Z, weil gegen die mit Z kann man sich ja impfen. Aber es ärgert mich auch, ja? Wissen Sie, die reden dann auch teilweise von Problemstellen am Körper, da habe ich nicht einmal gewusst, dass man da ein Problem haben kann. Geschweige denn, dass es eine Stelle meines Körpers ist. Wenn ich in meinem Leben ein Problem habe, dann dass ich mal als junger Mensch in Österreich bald keine Wohnung mehr leisten kann. Da bräuchte ich Tipps und Tricks. Über was schreibt dann wieder die Woman? Über das weibliche Bein. Laut Woman hat das weibliche Bein mittlerweile mehr Problemstellen wie die Abwehrkette der deutschen Nationalmannschaft. Ja, ja, geht schon beim Knöchel los. Es steht, du giltst als übergewichtige Frau, wenn dein Knöchelumfang über 18 cm misst. Habe ich natürlich sofort nachgemessen. Ich bin 2 optimale schlanke Frauen. Aber liebe Damen, wisst ihr, wann euer Knöchel wirklich zu fett ist? Wenn ihr vom Gericht eine Fußfessel bekommt und die passt euch nicht. Und sollte das jemals in eurem Leben der Fall sein, dann ist euer Gewicht wahrscheinlich das kleinste Problem. Weiter geht's denn mit den Knien. Wir Frauen, wir brauchen schöne Knie. Warum? Es ist doch komplett wurscht, wie die zwei da unten ausschauen, oder? Ich meine, wissen Sie, ich persönlich, ich sehe die nicht einmal. Es geht sie jetzt. Aber dann ist meine Wampe wieder da. Schauen Sie, es geht sie einfach nicht aus. Und ich sage Ihnen jetzt einmal was. Ich sitze ganz oft bei Comedy-Mix-Shows mit meinem männlichen Kollegen Backstage. Und dann reden wir natürlich auch über den Abend und über das Publikum. Also manchmal lästern wir auch. Und es ist noch nie vorgekommen, dass einer von diesen Männern zu mir gesagt hat, boah, bitte hast du die Blonde in der dritten Reihe gesehen, die hat so geile Knie. Na, ich würde so gerne mal mein Gesicht zwischen ihre Knie pressen. Es ist denen komplett wurscht, wie unsere Knie ausschauen. Und für mich der wildeste Trend, der Trend 2020, ist der Toblerone-Tunnel.
Sie fragen sich jetzt vielleicht, Toblerone-Tunnel, was ist das? Ist das der Tunnel zwischen Zürich und Vorarlberg? Nein, der Toblerone-Tunnel ist, wenn Frauen gerade dastehen, die Beine zusammen haben und sich oben bei den Oberschenkeln ein Dreieck bildet, wo man durchschauen kann. Wofür? Wofür? Wofür brauche ich zwischen meinen Oberschenkeln ein Dreieck? Hat sich die Form des männlichen Penises so verändert? Und ich frage mich, was ist die nächste Stufe? Ein Rittersportquadrat? Ich habe mich dann schon gefragt, so, wie bekomme ich jetzt so einen Toblerone-Tunnel? Wahrscheinlich muss ich mir einfach eine Zeit lang eine Toblerone-Stange zwischen die Beine klemmen. Habe ich probiert? Ist geschmolzen. Also, ein Teil ist geschmolzen. Ja, den anderen Teil habe ich einfach gefressen. Ja, ich schließe daraus, zwischen meinen Oberschenkeln ist es einfach zu heiß für depperte Modetrends. Aber natürlich ist das so. Natürlich machen wir Frauen uns Gedanken über unseren Körper und ob das alles passt, reicht heutzutage nicht. Heutzutage als Frau, du musst nicht nur einen tollen Körper haben, du musst auch schauen, dass du gleichberechtigt bist. Und ich zum Beispiel, ich will alles haben, was die Männer auch haben. Alles. Außer Brusthaare. Na, weil ich einfach glaube, es schaut geschissen aus bei mir. Soll ich Ihnen was sagen? Ich will sogar Hoden. Ja. Ich möchte Hoden. So richtig so. Ja, ja, so. Ich immer so gehen. Bei privat gehe ich immer so. Aber dann. Und ganz ehrlich. Schaut euch bitte mal einen Mann an, wenn er gelangweilt in der Ecke steht. Gibt die Hand in die Hosentaschen und sagt, hat schon eine Beschäftigung. Der kommt gar nicht auf die Idee, dass er jetzt vielleicht über seinen Körper nachdenken könnte. Hand in der Hosentasche, denkt sie, das Wichtigste habe ich dabei. Und zufrieden ist das männliche Geschöpf. Und wir Frauen, wir machen uns Gedanken über unseren Körper. Ganz ehrlich, wir sind die Einzigen auf diesem Planeten. Ich war noch nie im Tiergarten Schönbrunn, habe ein Nilpfenweibchen gesehen, das gesagt hat, ich habe so fette Knöchel. Na, bei den anderen Nilpfenweibchen passt überall ein Krokodil zwischen die Oberschenkel. Ich brauche auch so einen Krokodilstunnel. Den Viechern ist es komplett wurscht, wie sie ausschauen. Außer den Flamingos. Scheiß Skinny Bitches mit ihren dünnen Haxen. Wissen Sie, das sind auch so unnötige Viecher. Aus denen kann man nicht einmal Nuggets machen. Und für mich die besten Tiere der Welt sind die Robben. Ich liebe Robben. Ja, denen ist es wirklich scheißegal, wie fett sie sind. Ja, ja, ganz im Gegenteil. Die lassen sich während der Show wiegen und alle anderen Zuseher können die Zahl auf der Waage sehen. Wäre bei uns Frauen undenkbar. Na bitte, wenn wir uns zu Hause auf die Waage stellen, alle müssen den Raum verlassen, wenn nicht sogar das Haus. Wenn ich mich zu Hause im Schlafzimmer auf die Waage stelle, meine Zahl auf der Waage, die ist so geheim, ich gehe sogar selber aus dem Raum. Ich weiß gar nicht, was ich wiege. Ich schätze 43 Kilo. Und für mich, wegen diesen Robben, im Februar war ich da im Tiergarten Schönbrunn und da gab es ja noch Robbenshows und da gibt es so eine Anführerrobbe. Und wenn der Tiergarten Schönbrunn aufmacht, das ist ja jetzt dann bald, dann müssen Sie sich, bitte schauen Sie sich das an. Da gibt es eine Anführerrobbe, die heißt Kommandante und dieser Kommandante, der ist da raufgewatschelt auf diese Waage und dann ist gestanden 396 Kilogramm. Und dann hast du im Gesicht vom Kommandante gesehen, Scheiße, wieder keine 400, muss ich noch mehr fressen. Und dann ist dieser Kommandante raufgewatschelt auf so einen Sprung, Turm, Eisberg quasi, ist runtergesprungen ins Becken. Ich sage Ihnen, das halbe Wasser ist rausgespritzt. Alle Zuschauer sind angespritzt worden. Alle waren urbegeistert. Ich war urbegeistert. Ich bin am nächsten Tag bei uns ins Hallenbad. Bin rauf auf den 3-Meter-Turm. Aber da hat keiner gerufen, yeah, Kommandante! Nur so ein paar Saufratzen. Ihh, fette Tante! Ich schließe daraus, die Show funktioniert leider wirklich nur, wenn du eine Robbe bist. Aber ganz ehrlich, ich springe trotzdem. Meistens genau dann, wenn einer von diesen Saufratzen da unten gerade vorbeigeht. Aber es ist so, ja? Man macht sich Gedanken über den Körper. Aber was ich Ihnen eigentlich sagen möchte,
bitte, nutzen Sie die Zeit und beginnen Sie, Ihren eigenen Körper so zu lieben, wie er ist. Und wenn Sie jetzt vielleicht gerade mit Ihrem Ehemann auf der Couch sitzen und es fällt Ihnen bei Ihrem eigenen Körper schwer, Sie können auch gerne mit dem von Ihrem Ehemann beginnen. Ich sehe es ja nicht. Ich übrigens liebe auch andere Körper. Ja, also ich liebe meinen Körper, liebe ich sehr, passt eigentlich. Und ich liebe auch den Körper von meinem Freund. Ja, der ist sogar kurz vor Corona ist der bei mir eingezogen, zufälligerweise, als hätte er es gewusst. Also eingezogen, das war eher so ein schleichender Prozess. Es ging eigentlich so über Monate, quasi wie eine ungewollte Schwangerschaft. Zuerst willst du es monatelang nicht wahrhaben und dann ist da auf einmal jemand, den du füttern darfst und der seinen eigenen Dreck nicht wegräumt. Genauso war es bei uns zwei. Nur er ist halt zu groß für die Babyklappe. Aber es läuft eigentlich super zwischen uns. Ja, ja, jetzt in der Corona-Zeit eigentlich, ja, läuft. Nur ist das Problem, er ist, wie die Baumärkte wieder aufgesperrt haben, ist er auf die Idee gekommen, wir könnten auch jetzt die Zeit nützen und die Wohnung umbauen, weil er braucht mehr Platz im Wohnzimmer. Ich habe gesagt, super Idee. Wissen Sie, das Problem ist nur, mein Freund ist schon sehr begabt, aber nicht beim Heimwerken. Der beginnt auch immer etwas und bringt es dann nicht zu Ende. Vielleicht kennen Sie das, meine Damen. Also, beim Heimwerken, nicht im Schlafzimmer. Und bei ihm war es auch so, er hat gemeint, komm Isabel, jetzt, wir haben Zeit, lass uns die Wohnzimmerwand einreißen. Und dann hat er begonnen, die Wohnzimmerwand einzureißen. Also, hat begonnen, wollte beginnen. Ja, bis er draufgekommen ist, er hat gar keinen Hammer. Wissen Sie, das ist so, wie wenn er Antischuppenshampoo verwendet und ich habe Glotzen. Und dann hat er gemeint, komm Isabel, fahr du in den Baumarkt einen Hammer kaufen. Ich, alleine, mit 300 anderen Verrückten und einer Mundschutzmaske im Baumarkt. Ich meine, ganz ehrlich, ich schicke ihn auch nicht zum Piper mir eine Wimperntusche kaufen. Und Wahnsinn, bitte, wie ich dann in dem Baumarkt endlich drinnen war nach 3 Stunden, wie viele Abteilungen es da gibt. Ich war ganz begeistert. Ich habe mir gedacht, warum? Wofür? Ja, so viel. Und wie viele Hämmer es da gibt, nachdem ich die Hammerabteilung gefunden habe. Da gibt es alles. Ja, da gibt's den Holzhammer, den Metallhammer. Es geht bei denen sogar nach Gewicht. 50 Gramm, 100 Gramm, 250 Gramm. Bin mir vorgekommen, als würde ich einen Wurstaufschnitt beim Spar kaufen. Um mich waren lauter behaarte Männer mit so Muskelshirts, nur ohne Muskeln. Und die haben die Hämmer begutachtet, als wären das Reliquien aus dem 13. Jahrhundert. Und dann haben sie alle gemacht, ha! Oh! Ha! Okay, liebe Männer. Ist das irgendwie so ein geheimer Fetisch von euch, den ihr nur im Baumarkt auslebt? Warum ihr deswegen alle geht ihr wahrscheinlich so gerne in den Baumarkt, oder? Da trefft euch in der Hammerabteilung und dann macht es, ha, servus Bertl, ha, servus Gustl, du schon lange nicht mehr gesehen. Ich in dieser Hammerabteilung, zwischen mir lauter Fetisch-Heimwerkerkönige, ich überhaupt keine Ahnung, welchen Hammer ich kaufen soll, habe ich einen Verkäufer gesucht. Unmöglich. Ich glaube, die verstecken sich zu Corona-Zeiten noch mehr als davor. Ja, ich habe aber dann einen an seinem schieren, orangenen T-Shirt erkannt. Ich habe sicher 5-mal gerufen. Keine Reaktion. Der hat sich nicht einmal umgedreht. Naja, dann habe ich halt so einen 50-Gramm-Hammer genommen, habe gemacht, ha, ha, und habe geworfen. Ich sage es Ihnen, Volltreffer. Ich habe den erlegt, wie ein Reh. Ich bin dann hin, also da, wo ich ihn zum Erlegen gebracht habe, sagt er zu mir, sagen Sie mal, sind Sie deppert geworden? Sag ich, bitte entschuldigen Sie, wie reden Sie mit mir? Ich bin die Kundin, ich darf das. Wir dürfen alles, ihr dürft nichts. Sagt der auf einmal,
Ich bin kein Verkäufer, Sie stehen beim Hornbach, da haben die Verkäufer rote T-Shirts an. Ach so, ups. Vor lauter schlechtem Gewissen habe ich ihm aufgeholfen, sagt er zu mir, nicht angreifen. Der hat ein bisschen Angst vor mir gehabt, verstehe gar nicht warum. Aber er hat dann gemeint, bevor ich noch irgendwen anderen erschlage oder mit dem Hammer abschieße, hilft er mal lieber. Die erste Frage, die er mir gestellt hat, war, um welche Wand handelt es sich? Habe ich gesagt, es ist eine Wohnzimmerwand. Hat er gesagt, na, Sie müssen mir sagen, aus welchem Material besteht die Wand? Habe ich gesagt, ach so, die ist weiß. Na bitte, man sind doch nicht so deppert. Wie ist die Wand beschaffen? Ha? Wissen Sie, das ist wichtig. Das ist sehr wichtig für den Hammer. Warum ist das wichtig für den Hammer? Hat der Hammer Gefühle? Oder hat er Allergien? Was hat er? Hat er Rigipsintoleranz, der Hammer? Ich habe mir dann gedacht, na, das wird mir zu viel. Ich nehme einfach den sichersten Hammer, den es gibt. Habe einen Gummihammer genommen, bin Richtung Kasse. Auf einmal ruft mich schon wieder mein Freund an. Isabel, nimmst gleich noch eine Säge mit? Alter. Ich also in die Sägenabteilung. Die Sägenabteilung, kann man sagen, das ist die Champions League unter den Heimwerkerkönigen. Ein Regal, 200 Meter lang und nur Sägen. Da gibt's alles. Da gibt's die Feinwerksäge, die Fuchsschwanzsäge, die Japansäge, die Pucksäge. Um mich dieses Mal lauter Männer mit so Pornobalken unter Mundschutz. Das hat man so nach vor, wissen Sie, das ist so. Hast du gesehen? Oh, da ist was, da ist was. Da ist was. Und die haben wieder alle gemacht. Ho! 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 Ich hab mir gedacht, okay. Ich, kleines, zierliches Wesen in dieser Abteilung, nichts wie weg. Ich habe einfach die sicherste Säge genommen, die es gibt, beziehungsweise die größte Säge, eine Motorsäge. Bin zur Kasse und auf einmal habe ich es gesehen. So ist gestanden. Monatsschnäppchen. Ich sage Ihnen, ich liebe Monatsschnäppchen. Ja, wenn ich Monatsschnäppchen lässt, dann brennt es bei mir durch, dann brennt es bei uns Weiber durch. Da denken wir uns, das muss ich haben, das muss ich haben, das ist nur jetzt so billig, das ist nur jetzt so billig. Es ist, ich kauf's, wurscht was ist, ich kauf's. Ich habe dann geschaut und es war eine Schaufel. Ich meine, brauche ich jetzt nicht wirklich, aber es ist nur jetzt so billig, oder? Ich bin dann hingegangen, habe geschaut, ob die Männer alle schauen, die Schaufel genommen und habe gemacht, ha! Oh, bin zur Kasse, hab hingelegt, Hammer, Säge, Schaufel, auf einmal der Blick der Kassiererin. Dieser klare, fokussierte Blick einer Kassiererin. Ich glaube ja, auch das üben die. Sagt sie zu mir, ich weiß, was Sie vorhaben. Sag ich, jo, es wird eine scheiß Arbeit und erst der Dreck. Mhm. Hammer, Säge, Schaufel. Erschlagen, zerstückeln, begraben. Ich kann Ihnen Tipps geben. Die war ein bisschen komisch. Ich also in diesem Baumarkt. Na, Herrn Server. Ich geh rein zum Baumarkt durch die Schiebetür. Da gibt's so viel Werkzeug und ich frag mich, wofür? Ich steh in dem Geschäft und hab keinen Plan. Und während ich so schau, renn ich am Gasgriller an. Ich such einen Hammer und eine Säge, also den ganz harten Stoff. Bring ich's nicht nach Haus, gibt's wieder Zoff. Ich bin verzweifelt, ich will schon wieder weg. Dann höre ich die Stimme. Mach es zu deinem Projekt. Tabataya. Tabataya. Daya, yippie, yeah. Heimwerkerkönige, das Lied ist nur für euch. Ich hab's. Und dann haben wir gesucht. Der Verkäufer hat sich schnell versteckt und ich hab ihn verflucht. Ich bin langsam schon am Durchdrehen, hab ganz rote Wangen. Such immer noch einen Hammer, steh jetzt bei den Zangen. Ich bin verzweifelt, ich will schon wieder weg. Dann hör ich die Stimme, mach es zu deinem Projekt. Da-ba-da-ja.
Ich hoffe, Sie tanzen zu Hause mit. Ich bin schon lange nicht mehr bewegt. Aber ich habe jetzt alles in der Hand. Leg Hammer, Säge, Schaufel aufs Kassenband. Die Verkäuferin schaut sehr psycho, besonders am Hammer. Sie sieht hinterm Einkauf ein Familiendrama. Erwartungsgeil nickt sie mir zu. Sie wollen es tun. Genau. Sie zahlt mir her und sagt, es gibt immer was zu tun. Dabadayay, dabadayay, dayay, yippie, yeah! Dabadayay, dayay, yippie, yeah! Um die Geschichte zu Ende zu bringen, ich bin nach Hause gekommen und was war? Alles falsch. Gestritten haben wir. Sehr gestritten haben wir. Ich bin seitdem wieder Single. Die Wohnzimmerwand, die steht immer noch im Wohnzimmer. Und er liegt jetzt hinterm Haus, unterm Gemüsebeet. Ja, merken Sie sich, es gibt immer was zu tun. Und eine Geschichte, die ich Ihnen vielleicht noch erzählen möchte, ist, bevor ich ihn quasi, wir Menschen, wir suchen, oder? Es fällt mir jetzt besonders auf. Wir Menschen, wir suchen ständig. Viele suchen jetzt den Sinn des Lebens. Soll ich Ihnen einmal eine Antwort geben? Den gibt's nicht. Ja, manche suchen das große Glück, andere suchen die wahre Liebe. Es gibt sogar Menschen, die suchen sie selbst. Ich meine, so deppert muss da mal sein. Ich bin ja schon da, warum muss ich mich suchen? Und wissen Sie, was das Geilste ist? Die finden sich. Ja, ja, die finden sich. Die merken aber dann, was für arrogante Arschlöcher sie sind, dass sie wieder vor sich selber davonlaufen. Und ich muss Ihnen sagen, ich suche natürlich auch. Naja, sicher. Ich suche zum Beispiel ständig meinen Schlüssel. Wobei, heutzutage sucht man ja gar keinen Schlüssel mehr. Heutzutage ist alles keyless. Das heißt, man sucht einen Schlüssel, den es gar nicht gibt. Wir suchen etwas, was es nicht gibt. Das ist genauso, wie wenn ich am Parkplatz suche und ich habe gar kein Auto. Der Schlüssel, der wird heutzutage versteckt in Schlüsselchips oder in Schlüsselkarten. Für solche Schlüsselkarten brauche ich dann wieder PIN-Codes, dann kann ich die PIN-Codes wieder suchen. Das heißt, wir alle, wir suchen eigentlich ständig irgendwas, um irgendwo reinzukommen. Eigentlich eher ein Männerproblem. Ja, letztes Wochenende zum Beispiel, da stehe ich mit meinem neuen Freund vor seinem Auto und er hat kein normales Auto, sondern der hat so ein Hipster-Mobil. Ja, ja, da braucht man keinen Schlüssel mehr, da braucht man nur noch so eine Schlüsselkarte. Und eine Schlüsselkarte funktioniert ganz genau wie ein Schlüssel. Wenn du das nicht dabei hast, kommst du doch nicht hinein. Wir stehen vorm Auto. Glauben Sie, er hätte diese Schlüsselkarte gefunden? Dann hat er gesagt, Isabel, wo ist wieder die Schlüsselkarten? Na, die ist sicher in deiner Handtasche. In deiner Handtasche geht mehr verloren wie auf der Wiener Wiesen. Oder nein, du hast die Schlüsselkarte absichtlich versteckt, weil du nicht meine Eltern kennenlernen willst. Ich sage Ihnen, ich bin nervös geworden. Bitte, ich habe die Handtasche ausgeleert. Ich bin in die Wohnung gelaufen, dreimal rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter. Nirgends war diese depperte Schlüsselkarte. Wissen Sie, was er gemacht hat? Er ist währenddessen neben dem Auto gestanden und hat mit dem Handy gesurft. Na, ich weiß nicht, vielleicht hat er unsere Schlüsselkarte auf Google gesucht. Und dann hat er begonnen, mir so kluge Suchtipps zu geben. Ähnlich wie bei einer Schnitzeljagd. Isabel! Du, jetzt überleg einmal ganz genau, wo warst du das letzte Mal? Wo hast du die Schlüsselkarte als letztes gehabt? Hasse ich, wenn er mit mir redet, als wäre ich ein kleines Kind. Und außerdem, na wo werde ich als Frau, die gerade außer Haus geht, als letztes gewesen sein? Auf dem Häusl natürlich. Aber ich kann Ihnen versichern, meine Wohnung ist nicht so groß, dass ich vom Wohnzimmer bis zum Häusl mit dem Auto fahren muss. Aber bitte, wir haben diese Schlüsselkarte gesucht. Und wissen Sie, wo sie war? In seiner Hosentasche.
typisch, oder? Wobei, ich meine, liebe Männer, ihr braucht jetzt nicht glauben, dass ich irgendwas gegen Männer habe. Ja, natürlich, ja, ich verstehe das ja. Ich suche auch 3-4 Mal am Tag. Letzten Sonntag, da liegen mein neuer Freund und ich im Bett. Er wollte was Neues ausprobieren. Ich habe mir gedacht, gut, ich meine, die 5 Minuten, die reißen es jetzt auch nicht mehr raus. Ich habe begonnen, seine Brusthaare zu streicheln. Fühlt sich ähnlich an, als würde ich meine Katze streicheln. Ich habe eine ägyptische Nacktkatze. Dann habe ich seine Augen mit so einer Augenbinde verbunden. Also eigentlich habe ich den Mundschutz einfach raufgegeben, aber ist ja wurscht. Und dann habe ich ihn mit Handschellen bei unserem Eisengestell am Bett festgemacht. Dann ist losgegangen. Gut, den Teil erspare ich Ihnen jetzt. Naja, falls Leute zuschauen, die Blutdruckprobleme haben, und dann erzähle ich das so uns genau. Die Spitäler sind ja momentan ein bisschen überfüllt. Also nach 3 Minuten war die Sache erledigt. Wir waren fertig und er wollte wieder losgemacht werden. Und damit nahm das Unheil seinen Lauf. Bitte, jetzt habe ich die Schlüsseln von den Handschellen nicht gleich gefunden. Er ist nervös geworden. Isabel, mach mich wieder los, meine Hände tun mir schon weh. Ich meine, ich muss zugeben, seine Hände waren wirklich ein bisschen blau. Aber da muss er ja nicht so nervös werden. In der Ruhe liegt die Kraft. Ja, ich habe mich selber vors Bett gestellt und habe mich gefragt, Isabel, wo warst du das letzte Mal? Jetzt habe ich einen Hänger. Schauen Sie, das passiert auch, wenn man ein Video macht. Man hat auch da einen Hänger. Aber wissen Sie, einen Hänger kann man immer gut überspielen. Die Männer, die zuschauen, werden wissen, wovon ich rede. Und jetzt ist mir nichts anderes übergeblieben, als Hilfe zu holen, weil ich den Schlüssel nicht gefunden habe. Aber ganz ehrlich, wofür gibt es bei uns im Ort die freiwillige Feuerwehr? Die waren dann schnell da, peinlich. Peinlich. Also für ihn, mir war es wurscht. Ich habe einfach gesagt, schauen Sie, ich kenne diesen jungen Mann nicht, das ist ein Einbrecher, ich habe den ja überwältigt. Sagt der andere Feuerwehrmann zu mir, aha, und warum ist er dann knockert? Sag ich, weiß ich nicht, der ist schon so gekommen. Die anderen Feuerwehrmänner fanden dieses Bild übrigens auch sehr lustig. Ja, auch die 1200, die es dann auf Facebook geliked haben. Aber bitte, ich kann Sie beruhigen, er wurde befreit. Ja, sie haben ihn losgesägt mit so einer kleinen Laubsäge. Das kennen Sie sicher noch vom Werkunterricht. War eine Riesengaudi. Riesengaudi! Also für uns, ihm hat es nicht so taugt. Es hat auch nicht lange gedauert, ich sage mal 7 Stunden. Und wie die Feuerwehrmänner gegangen sind, wollte ich ihnen natürlich ein Trinkgeld geben. Bin in meine Hosentaschen gefahren und was war da? Der Schlüssel. Zufälle gibst. Und falls Sie sich jetzt fragen, ob es meiner Beziehung geschadet hat, na bitte, ganz im Gegenteil. Meine Damen, hier kommt der Tipp des Tages. Probieren Sie es aus. Ja, wir haben zum Beispiel gelernt, dass es gescheiter ist, wenn wir nichts Neues mehr ausprobieren. Das war's von mir. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir uns vielleicht im Herbst, wenn ich dann hoffentlich wieder live hier spielen darf, wenn wir uns sehen, wenn wir uns persönlich kennenlernen, wenn ich Ihnen persönlich alle die Hand geben darf und sagen kann, danke, dass Sie hier sind, danke, dass ich vielleicht wieder meine Miete bezahlen darf. Bussi Baba, bleiben Sie gesund.